Wisst ihr noch, wie ich im letzten Video gesagt habe, was als nächstes Video kommen wird? Die Rede war von einem Storytelling gemixt mit einer Musiksession. Vergesst es erstmal, das verschieben wir auf irgendwann anders, stattdessen Themawechsel. Dieses Video sollte eigentlich den Titel, keine Ahnung, Paradoxes Leben etc. erhalten, aber ich habe wirklich versucht, das heute und gestern und eigentlich ja schon vorgestern aufzunehmen, aber das ist so ein bisschen komplex, ein bisschen ausschweifend. Da muss ich, glaube ich, nochmal ein bisschen meine Gedanken dazu ordnen und dann schaffe ich das bestimmt auch noch aufzunehmen. Das kommt auf jeden Fall, wird wahrscheinlich ein gutes, nice Video, ein bisschen chilliger vielleicht, aber das braucht nur seine Zeit. Und eigentlich hätte ich gemeint, dass ich das alles spätestens heute oder morgen fertig kriege, dass spätestens heute online ist am Sonntag. Jetzt ist by the way, Sonntag, ne, der 20.08.21, 13.01 Uhr. Und wie ich gestern nur einmal vergeblichst versucht habe, das aufzunehmen, das Leben-Video, und es wieder nicht geschafft habe, bin ich nach 5 Minuten so kurz aufgestanden von meinem Stuhl und dann habe ich kurz so nachgedacht und dann ist mir ein anderes Thema eingefallen, weil es mir auch super machen kann. Und ja, habe ich mir gedacht, mache ich das doch. Wollte ich dann gestern noch machen, aber dann habe ich keinen Bock mehr gehabt, also mache ich es jetzt. Vielleicht kommt es heute am Sonntag, vielleicht bisschen später. Und dazu muss ich auch noch sagen, es tut mir wirklich, wirklich leid, dass dieses Video so scheiße spät kommt. Wirklich, es tut mir leid. Ich muss sagen, ein Video pro Woche, wie der Takt momentan ist, mehr oder weniger. Jetzt mit dem Video ist es ja schon über eine Woche und das ist für den Big Bang ist es definitiv zu low. Für den Big Bang, da kann man mehr erwarten. Genau, und ich finde, dass eine Video-Upload-Frequenz von mindestens 1 bis 1,5 Videos pro Woche auf jeden Fall angemessen ist. Alles andere kommt dem Big Bang nicht gerecht. Ich schaue, dass ich dieses Leben-Video zusammenbastel und als einer der nächsten Videos soll auf jeden Fall eine Musiksession kommen. Das Storytelling gemixt mit einer Musiksession, das ist nochmal was ganz, ganz anderes, aber eins der nächsten Videos soll auf jeden Fall eine echte Original First Musiksession Session sei. Genau, und was auch noch kommt, neben dem Leben- und Musik-Session-Video, ist auf jeden Fall noch ein Lost Place-Video. Ich weiß, das kann vielleicht für einige abstoßend klingen, aber ich habe da so einen echt gewandten Lost Place, der wo total klar ist, aber dermaßen vielfältig. Und das muss ich euch sagen, das wird wild, Alter. Also wirklich wetten, ich schaff's euch mit diesem Lost Place Video, von diesem Lost Place Video wirklich zu faszinieren, Alter. Und das ist so vielfältig, aber total klar, dass über diesen Lost Place mehrere Videos kommen könnten. Ich werde wirklich bei dem Lost Place Etage für Etage zerlegen und wirklich alles beleuchten, was ich interessant finde. Und ich war da schon einmal und mir hat's wirklich gewundert, dass der noch in so guter Verfassung ist. Ja, das wird krass. Genau, und gestern habe ich mir so überlegt, nachdem es einfach nicht geklappt hat mit dem Leben-Video, dass sie halt einfach ein Video über Schach mache. Um mal kurz zu erklären, was ich mit Schach am Hut habe. Im Grunde nicht viel, aber trotzdem war es so, dass sie schon mein Leben lang so das Können von Schach eigentlich zu den selbstverständlichen Dingen gehört. Also natürlich nicht für jeden selbstverständlich. Ich weiß ja nicht, ob es der Zuschauer jetzt gerade kann oder so ein bisschen. Aber so in der Familie haben wir schon hier und da mal ein paar Runden gespielt, so vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren. Und weil ich Schach damals auch gar nicht so schlecht gefunden habe, war ich damals auch in einem Schachclub oder in so einem kleinen, nicht Spieleverein, aber so, keine Ahnung, das war in meiner alten Grundschule und da war immer so ein kleiner Schachtreff, so eine kleine Schach-AG, kann man sagen. Ja, das kommt ihm ziemlich nah. Genau, und da haben wir sie halt auch zweimal in der Woche, ich glaube eher einmal mit so ein paar andere Kinder getroffen und dem Lehrer und dann haben wir da ein paar Mal gespielt. Der Lehrer, das war ein professioneller Spieler, ein Großmeister, ich weiß nicht mehr genau, irgendein Russe, glaube ich, den Namen weiß ich auch noch, der Herr Vidoniak. Blärt. Genau, der Herr Vidoniak hat mich da zu zusammen mit den anderen Kindern einiges, ich glaube eigentlich fast so gut wie alles über Schach gelehrt, so die Grundzüge, keine Ahnung, also so, ich werde gleich noch weiter darauf eingehen und ein bisschen erklären, aber wenn es für einige so, schon selbstverständlich ist, wie was geht, aber das ist mein Video, ich kann machen, was ich will. Genau, in dem Schachclub war ich so ein bisschen, aber nach irgendeiner Zeit, keine Ahnung, ich weiß nicht wie lang, ein Jahr vielleicht, sind da ein paar Schachkinder und Spieler so ein bisschen zusammengemixt worden mit unserer Gruppe und dann war das nach einer Zeit einfach nur verfickt laut und dann habe ich keinen Bock mehr gehabt, weil es einfach nur Remi-Demi zwischen kleinen Kindern war, so richtig. Und ja, dann habe ich dem gequittet.
Seitdem habe ich, keine Ahnung, seltenst mal dazwischen Schach gespielt. Hier und da oft mal gegen meinen Vater, habe ich meistens verloren, habe ich bloß selten gewonnen. Und seit einiger Zeit spiele ich jetzt wieder ein bisschen Schach am PC, aber nicht gegen den PC, das war ja schon ganz schön lame, sondern auf jeden Fall gegen echte Spieler, wo auch immer diese gerade sitzen. Und ich weiß ja nicht, ob es ihr mit Schach viel zum Tor habt, aber ich habe mir gedacht, so Schach an sich ist wirklich ein interessantes Denkspiel und Denksport, sagt man ja immer. Und wenn ihr da gerade selber nicht zufällig ein physisches Spiel zur Hand habt, dann könnt ihr auf jeden Fall die Seiten schachspielen.eu empfehlen. Da kann man sie, das kann ich einmal kurz zeigen. Genau, nice game. Genau, da ist die URL schachspielen.eu/schachspielen-online, bla bla. Genau, da kommt man auf diese Frontseiten und da kann man sie entweder selber ein Spiel erstellen oder man kommt auf ein bereits erstelltes Video. Spiel. Genau, das heißt, ich klicke entweder da was an. Ich glaube, das da ist die Elo oder wie das heißt, wie gut die Spieler sind. Einige Spiele sind gewertet, einige nicht. Und da sieht man immer die Minutenanzahl, wie lang das Game ist, wie lang jeder Zeit hat. Und da stehen die Sekunden, wie viel pro Zug ein Spieler immer Aufschlag kriegt. Genau, in dem Fall waren es einfach bloß 8 Minuten pro Seite, die wo dann einfach ablaufen. Und ja, da kann ich einsteigen. Genau, und da ist Party starten. Da kann man quasi selber auch nicht starten, entscheiden zwischen Standard und irgendeinem anderen Schach. Zeitkontrolle kann man natürlich auch einstellen, was eigentlich gar nicht schlecht ist, weil dann werden die Spiele nicht arg zu ausschweifen. Keine Ahnung, ich mag ja schon eigentlich immer ein bisschen mehr Zeit haben zum Überlegen und so. Da kann man sie auch so, ob es gewertet ist oder nicht. Gewertet kann man auch nur spielen, wenn man sie angemeldet hat. Das habe ich jetzt einmal gemacht, irgendwann in letzter Zeit. Na, gestern oder vorgestern. Haben wir gedacht, das ist doch eigentlich ganz gewandt. Und da kann man sich nur die Farbe aussuchen oder ob es Zufall sei. Also wenn ihr da mal Bock habt, könnt ihr da gern reinschauen. Muss man sie nicht anmelden, kann man wirklich sofort los, weil man die URL da eingeben hat. Das ist das absolut geilste an der Seite, finde ich zumindest. So, einige kennen es vielleicht, aber auch noch, um ein bisschen das Spielgeschehen zu erklären, haben wir ja seine paar Bauernfiguren, Turm, Pferd, Läufer, Dame, König und nochmal ein bisschen weiter. Bauern kennen ja immer bloß eins vor, außer beim ersten Zug, da dürfen es zwei vor, der Turm kann vorwärts und seitwärts, die Läufer dagegen nur diagonal auf ihren eigenen Feldern und das Pferd kann immer eins vor und eins schräg und kann auch über die eigenen und andere Figuren, gegnerische Figuren drüber hupfen. Genau, und Dame ist natürlich der Joker, die kann hoch runter diagonal, wie es wohl ziemlicher Joker. Und der König natürlich immer bloß eins. Was gibt's dazu noch zu erwähnen? Die Rochade gibt's natürlich auch noch. Dabei ist quasi so ein Doppelzug. Dabei tut man quasi Turm und König tauschen. Dazu dürfen keine Figuren mehr in der Mitte sein. Der König darf an jedem Schach stehen. Es darf auch kein Feld überzogen werden, was während der Rochade ein Schachfeld quasi ist. Genau, und die beiden Figuren dürfen vor einer Rochade auch noch nicht bewegt sein dürfen. Also wenn die einmal hoch und wieder runter gefahren sind, dann ist eine Rochade schon immer zulässig. Genau, dazu sei auch erwähnt, dass das Ausführen einer Rochade, wie ich auch selber in den letzten paar Tagen gespannt habe, dass das auf jeden Fall ratsam ist, die Rochade möglichst zackig auszuführen, damit der König da einfach ein bisschen besser geschützt ist. Genau, Rochade gibt es die kleine und die große links, rechts. Ja, ansonsten gelten eigentlich die ganz normalen Regeln. Der Bauer kann immer nur schräg schmeißen. Und es gibt aber noch einen ganz besonderen Zug, den ich noch gelernt habe, den will ich auch nicht unerwähnt lassen. Und wenn man nur ein bisschen Spaß daran hat, dann kann man auf jeden Fall wirklich, du musst ja immer berücksichtigen, was die Figuren immer decken und was sie nicht decken, sobald sie woanders hingezogen wurden. Und muss man mal aufpassen, dass man nicht vergiftet wird, also quasi, dass eine Figur zwischen angreifender Figur und dem eigenen König ist, die wo du natürlich nicht mehr wegfahren kannst, weil der König ja dann im Schach stehen würde. Genau, und ich finde, wenn man sich so besonders darauf fokussiert, dann sieht man wirklich nur noch, wie die Felder sind, wo der andere hinspringen könnte. Also ich meine, solche Großmeister oder so richtig gute Spieler, die können ja locker 40 Züge im Kopf vordenken. Was habe ich noch gelernt? Wenn eine Figur etwas verrückt ist, also nicht ganz da steht, wo es stehen soll, also so ein bisschen geschlampert hingestellt, dann kann man die richten und weil aber die Grundsätze berührt, geführt gelten und losgelassen ist losgelassen, habe ich auch noch gelernt, kann man das Richten einer Figur mit dem Wort, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber ich glaube schon, ich weiß ja nicht, wie man es schreibt, da sagt man dann Shidup oder so ähnlich, keine Ahnung, ich bin mir nicht sicher. Aber das sagt man auf jeden Fall jetzt mal, wenn man die Figur ein bisschen besser hinstellen will. Also wenn alles wie Shit ausschaut, Shidup, 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 Shishishishishidup, Shidup.
So Schach an sich ist auf jeden Fall geil, Alter. Kann man nichts sagen. Genau, also wenn ihr mal Bock habt, let's go, schachspielen.eu. Genau, was ich mir auch noch gedacht habe, bevor ich das Video aufnehme, ist, dass ich das noch ein bisschen mit Netflix behaften kann. Weil ich spiele deutlich mehr Schach, seitdem ich diese eine Netflix-Serie gesehen habe, das Damen-Gambit. In der Serie geht es um ein kleines Mädel, das weise wird durch einen Autounfall. Dann kommt es erst so in ein Heim und an sich geht es gar nicht so viel um Schach, sagen die Produzenten in dem Make-Off. Das, wo ich nach der Serie auch noch geschaut habe, das dauert bloß 10 Minuten, ist sehr interessant. Die ganze Serie ist echt in einer Zuckergrafik aufgenommen worden. Also wirklich, wirklich, wirklich gut schaut das aus. Also schaut euch mir nur den Trailer an und der ist schon wirklich, wirklich gut. Ich finde, dass man in die ersten Ortsverfolgen nicht ganz checkt, oder ich hab's nicht checkt, dass das Mädel auf jeden Fall komplett erwachsen wird und sie da ihre eine Karriere als Schachspielerin aufbaut. Also ich habe nicht checkt, dass sie erwachsen wird. Das finde ich war im Trailer nicht ganz beleuchtet. Ich hätte gemeint, dass die sonst die ganze Zeit so klar bleibt, aber sie wird erwachsen. Und das war, glaube ich, im Trailer noch nicht so offensichtlich zu sehen. Keine Ahnung. Also ich habe es zumindest nicht checkt. Die Serie hat, glaube ich, 8 Folgen eine Stunde. Und es geht ja nicht so viel um Schach, sondern bei der Hauptperson, bei der Hauptakteurin, die Beth Harmon, mit wunderschönen roten Haaren. Also die schaut jedes Mal so on point aus in der Serie. Also wirklich die Haarpracht, die sie hat, vor allem wenn es älter wird, ist wirklich nicht zu übersehen. Genau, und um Beth Harmon geht es gar nicht so um Schach, sagen die im Make-Off, sondern es geht vielmehr um ihre inneren Dämonen, weil sie als Schachspielerin schon so in der ersten Folge übel vor so Beruhigungstabletten abhängig wird. Und das Ende der ersten Folge ist auch wirklich so richtig, richtig episch mit der Musik und wie die anderen alle nur in dem Saal sitzen und sie versucht, sie da so ein riesen fettes Glas an Beruhigungspillen zu stibitzen, weil sie völlig abhängig davon geworden ist. Und im späteren Verlauf geschieht es auch noch mehr oder weniger mit Alk. Also sie rutscht jetzt nicht ab in der Junkie, aber sie hat halt einfach zu strugglen mit ihren eigenen Dämonen quasi, mit ihren eigenen Süchte und so. Und im Zusammenhang damit finde ich ja allgemein wirklich der Schnitt, wirklich die Optik, wirklich der Trailer sagt, finde ich, noch nicht so allzu viel aus über das, wie die Serie wirklich ausschaut. Also wirklich die Locations, der Schnitt, einfach alles, wirklich das Acting, das ist alles so richtig smooth, wirklich so. Also die Produzenten, wenn sie das sieht, Alter, ihr habt's richtig abgeliefert, Alter, scheiße. Und ich finde, bei einer Folge, glaube ich, heute sehen wir mal, keine Ahnung, irgendein Alk, irgendein Martini oder so, und wirklich, sie sagt nur ein Wort, womit die Folge endet. Und wirklich, genau wie sie es sagt und dieser Effekt, wie sie es sagt auf Spanisch. Und jeder, der die Serie schaut und zu dem Punkt dieser Serie kommt, vor dem ich jetzt gerade rede, der wird auch bestätigen können, wie episch und wie wirklich einfach, wie ästhetisch dieses eine Wort, diese Sekunde ist, wo sie das sagt. Also wirklich, wenn sie an die Stelle kommt, ihr merkt so, was sie redet, Alter. Ihr merkt es. Die ganze Serie ist wirklich absolut hammergeil. Also wirklich die Farben und dann auch, wenn es noch immer wieder hier und da häufig um Schach geht, ist wirklich eine geile, geile Serie. Also sollte man auf jeden Fall mal angeschaut haben. Das Damen-Gambit. Genau, ich sag, das kommt für Random Shit. Das ist auch einer davor. Alles, was ich nice finde, werde ich thematisieren in den Videos. Ah ja, und was ich noch erwähnen wollte, im letzten Video, das USB-Stick-Video, Premiere Pro, mein Schneideprogramm, hat sie einfach am Schluss irgendwie verabschiedet. Es war in den letzten 1,5 Minuten einfach nur noch ein dreckiges Standbild. Alter, was soll denn die Scheiße? Ich habe geschnitten und dann sieht man bloß ein scheiß Standbild. Zwar mit dem Ton, aber Alter, ich habe mir Mühe gegeben bei dem Schnitt. Deswegen würde ich sagen, ich blende es einfach noch hinter die heutige Endcard ein. Genau, ansonsten habe ich nicht so viel sagen. Außer dieser eine geheime Zug, vor dem vorher nur die Rede war, habe ich eigentlich dran bekommen. Dachte, ich vergesse es. Na, na, na. Also dieser eine Zug, wirklich, ich muss nochmal betonen, der ist wirklich besonders, weil den wirklich nicht jeder kennt. Das ist wirklich ein Zug, den konntest du nicht immer ausführen, deswegen will ich den mal kurz beleuchten. Und zwar, wenn die Bauern da alle so ein bisschen in der Reihe stehen. Das Spiel ist schon ein bisschen fortentwickelt und es kommt dazu zufällig, dass eine Seite dem Bauer zwei Felder Vorfahrt, also den ersten Zug macht mit dem Bauern, und dann zufällig
ein anderer Bauer daneben steht, dann kann der den quasi, ohne ihn wie üblich diagonal zu droppen, zu schmeißen, kann der quasi einfach wirklich schräg gegenüber setzen und der andere Bauer ist damit geschmissen. Ist wirklich ein crazy Zug, den kennt nicht jeder, aber er funktioniert. Das habe ich in dem Kurs beim Herrn Vidoniak habe ich das auch noch gelernt. Genau, und den Zug kann man wirklich nur ausführen, glaube ich, wenn das erste Mal gemacht worden ist, wenn ein Bauer das erste Mal zwei Fader vorgefahren ist. Genau, danach, glaube ich, ist der Zug nicht mehr zulässig. Ja, war unpraktisch, wenn man den Zug nicht weiß, oder? Nice. Hätte ich den Zug auch mal gewusst. Genau, ich gebe keine Gewährleistung auf alle Richtigkeiten der Informationen, aber alles, was ich gesagt habe, bin ich mir sehr sicher, dass auf jeden Fall so stimmt. Genau, ich habe im Grunde schon alles beleuchtet, was ich beleuchten wollte. In dem Sinne, Schach, Game on. Und bis zum nächsten Video. Last night in the D, let me tell you how I made a leave with me. Conversation and NC. I've been to the motherfucking mountain. Das Video konnte in gewissen Maßen unterhalten. Und ich frage mich, was als nächstes Video kommen könnte. Ja, vielleicht. Vielleicht was Richtung Musik-Session. Vielleicht nochmal ein bisschen Storytelling. So ähnlich wie das, mit gemixter Musiksession. Es geht um Radiomusik und so. That's it? Lass doch vielleicht ein Like da und mehr habe ich schon gar nicht zum Sagen. Bis zum nächsten Video! Und hauen Sie rein. Bing!